Bognottisch. Kannst oben eingeben. Oben links kannst du Buchstaben, Bachstuben, kannst du Glocke eingeben. Da kommt nichts. Dann müsstest du googeln, kucheln. Wahrscheinlich, weil ich selber ja sowas noch nie in der Hand hatte oder so. Ja, mit Gold macht man die, aber Gold haben wir ja jetzt hier noch. Hast du die Öfen übrigens mal geleert wieder? Du warst doch bestimmt mit deinen Leveln ganz runter. Ich bin Level 28. Dachte, du hattest für diese Glücks gebaut, aber die war billig genug. Ja, du brauchst ja die 30 Level. Also du brauchst die 30 Level, um das freischalten zu können. Aber du bezahlst ja nur noch, ich glaube, 3 Lapis-Lazuli und mit 3 Level oder 2 Level oder so. Ne, 3. Ich Aha, hatte ja okay. 31 gehabt. Level 31, ja. Na? Nur musst du die halt haben. Na? Was ist eigentlich ein Seelenanker? Na, die Glocke habe ich hier nicht drin. So, dann gucken wir mal. Minecraft, wie baut man eine Glocke? So. Eigenschaften, Gewinnung. Glocken können für 36 Smaragde bei einem Grobschmied, Panzermacher oder Waffenschmied der Stufe Lehrling oder höher gekauft werden. Also in der Schmiede. Aber Panzermacher? Ja, gibt es. Es gibt verschiedene. Ja, Waffenschmied und Grobschmied, das wussten wir ja. Ja, und Aber Panzermacher gibt auch. Wollten wir nicht einen in dein Dorf setzen, einen Panzermacher? den können wir in die Schmiede reinsetzen. Da ist doch ein Nichtsnutz. Glocken Ah, können in der braucht Dörfern. aber ein Bett. Ja. Da sind nur zwei Betten. Die machen nichts, wenn sie kein Bett haben. Ja, kriegt er noch. Okay, Panzermacher, wie geht das denn? Panzermacher. Also bei wem kann man die kaufen? In der Schmiede. Beim Grobschmied oder beim Panzermacher? Beim was? Bei allen dreien. Bei allen dreien. Bei Okay, allen dann. dreien. Dann holen wir mal Smaragde und dann gehe ich mal gucken. Massen an Papier haben wir hier drin.
Manu, dann haben wir das Bier doch umsonst. Das ist da doof. 64 Smaragd haben wir. Wie viele braucht man? 36? 36, ja. Kann man Und dann gerade muss er einen. das ja auch anbieten, ne? Aber doch die Erntemaschine anschmeißen und Smaragde tauschen gehen. Die Bekloppten. Dorfbewohner Zombies. Wenn ein Zombie einen Dorfbewohner tötet, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 0% auf Schwierigkeitsgrad einfach, 50% auf normal und 100% auf schwer, dass der Dorfbewohner sich in einen Dorfbewohner Zombie verwandelt. Aha. Zusätzlich können Dorfbewohner Zombies anstelle eines regulären Zombies überall in der Oberwelt oder in Zombie-Dörfern erscheinen. Du kannst dann aber auch noch trotzdem mit denen handeln. So, der hier ist, der ist Neuling, der kann nischt. Grobschmied Neuling. Der kann sowieso nischt. Und der kann auch nicht. Hier sind, wieso sind jetzt hier Beie drin, die nichts können? Wahrscheinlich fehlt denen ein Bett. So, aber ich möchte trotzdem jetzt gerne wissen, wie ich das eine Dingen hier kriege, diesen Panzermacher. Der muss da auch irgendwas Das haben. ist irgendwo bei Dorfbewohner Berufe oder... Das ist ganz schwer zu finden. Ich da auch schon mal tot gesucht. Hier hast du erstmal die Schmaragde. Den. Mr. Muffin Boy, vielen Dank für dein Follow. Welches Texture-Pack benutzt du? Ich benutze Cedarcraft. Das Cedarcraft gibt es in 128x128, das habe ich. Und dann gibt es noch in 256x256. Ist allerdings noch nicht die aktuelle Version, die ist noch für die 2.13 bzw. 2.14. Ich bin aber im Austausch mit dem, der ist dran, das auch für die 2.16 zu uppen. Nein. Gerber, Grobschmied, Kartograf, Maurer, Panzermacher. So, was brauchst du dafür, mein Freund? Ja, jetzt zeig mir doch ein Ding. Oh Mann. Das zeigt mir nur gerade an, weißt du, was du mit denen tauschen kannst. Aber irgendwie nicht so richtig. Was ist? Trivia, Geschichte, Einzelnachweis. Ah, das gibt es doch nicht. Minecraft. Was braucht der Panzermacher.
Ey, das gibt es nicht. Ich bin da. Also ich habe mich da auch schon mal tot gesucht. Hab's dann irgendwann gefunden, aber ich weiß nicht mehr genau. Wo? Gibt es nicht, wa? Findest du denn Bognottisch? Nee, der zeigt Bist du mir. Im Minecraft-Wiki? Ja. Da kannst du doch oben mal Bognottisch. Klaviere-Stufe. Ich bin mit meinem Handy drin, nicht. Ach so. Ach man, wie hieß denn dann der Kack, den ich jetzt Ja, hier warte gesucht mal, ich habe? gehe da mal. Ich gehe es mal suchen. Wie hieß das noch? Panzer. Panzermacher, ne? Panzermacher. Geh mal ins Wikipedia. Abschnitt Panzermacher. Smaragde gegen Gegenstände. Portalruinen, Lavaeimer. Panzermacher. Ich will doch nur wissen, was der braucht, verdammte Axt. Das gibt es nicht. So, was haben wir denn hier? Arbeitsplatzblock. Heißt das so Arbeitsplatzblock? Nee, da finde ich es auch nicht drunter. Stufe, Karriere. Ah, hier, doch unter, wie heißt der Artikel? Dorfbewohner. Unter Dorfbewohner ganz unten. Ganz unten kommt Bauer, Pfeilmacher, Bibliothekar, Fischer, Fleischer, Metzger, Geistlicher, Gerber, Grobschmied, Kartograf, Maurer, Panzermacher braucht einen Schmelzofen. Ein Schmelzofen.
Ja, und den Schmelzofen machst du aus aus drei glatten Steinen, wenn du Klinis nochmal in den Ofen steckst. Dann gucken wir doch mal. Also nochmal Klinis in den Ofen stecken. Ja. Oh, du hast ja die schon rausgeholt. Dann gehen wir Ja, mal ich habe eben die hier unten. getauscht. Unten sind aber noch Cleanies in der Kiste. Ganz unten. Machen wir mal 8 Stück. Das ist eine Kohle. So, und dann kannst du, wenn du ganz unten bist, gleich den Ofen bauen. Du brauchst noch einen normalen Ofen. Und dann brauchst du noch 5 Eisen. Normales Eisen oder Eisenblöcke? Nee, Eisen, normales Eisen. Und ein bisschen Kohle musst du reintun, wahrscheinlich, schätze ich mal, damit das funktioniert dann nachher. Kohle haben wir ja jetzt ein bisschen gesammelt, ne? So, die drei glatten Steine kommen unten als Basis nebeneinander. Der Ofen kommt in die Mitte. Der Rest wird mit Eisen ausgefüllt. Drumrum. Schmelzofen. Dann gehe ich mal eben zum Jammerhall, weil da habe ich noch ein Bett. Da müssen wir jetzt nichts craften, weil Okay. hatten wir doch so viele rote Betten noch. Ja. Na. Und ich habe dann echt Hunger und will was essen und muss die Blumen gießen überhaupt. Dann Hunger habe ich auch. mache ich jetzt Feierabend hier. Ist außerdem heiß. Ich schwitze schon wieder. Und Durst habe ich. Und überhaupt. Und Mäpp. Mäpp. Gerade wie so ein kleines Kind. Ja. Mir ist heiß, Steffi? ich habe Durst, ich habe Hunger, ich will auf Toilette, ich will mit dem Sand spielen. Ja, genau. Und am Freitag sehen wir uns. Ja. Ne? Da bin ich dann am Bahnhof bei euch. Freue mich schon drauf. Ja. Ach, nach 3 Tagen Ne? arbeiten. Das Gerade wird bei dem schön. Wetter. Oh, ich habe ja die Wetterdaten eben gesehen. Ey, oh. Also wenn das wirklich stimmt, dann haben wir an 4 Tagen nächste Woche Gewitter. Guck mal, was wir haben. Haben wir denn? Immer über 30 Grad, aber Gewitter. Morgen ist Sonntag, Montag, Tag früh, Tag spät, nix. Wetterberichte Berlin-Brandenburg. Heute und Sonntag starke Wärmebelastung. Ab Sonntagnachmittag einzelne Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen wahrscheinlich. Sehr hohe Waldbrandgefahr. Ja, die haben wir jetzt seit Wochen. Morgen in der Nacht zum Montag. Ach, du bist schon Gewitter. draußen. Ja, draußen. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Übermorgen, Hitzegewitter. Vierter Tag, sonnig trocken, niederschlagsfrei.
Aber immer 30 bis über 30 Grad. Brennt bis 10. Tag. Heiß. Bleibt heiß. Es bleibt heiß, ja. But ätzend. Okay, Steffi, dann gehab dich wohl. Ja, du auch. Und bis Freitag, ne? Ja, ich freue mich. Mach's Ich gut. freue mich, du auch. Ich mache jetzt hier noch mein Bettchen hin. Lol, der hat jetzt eine Augklappe. Ich habe da noch gar nichts hingestellt. Mit Schmelzofen oder so. Hast du einen Aha. Schmelzofen hier hingestellt? Nein. Ich habe ja noch gar nicht gewusst, wie der geht. Muss ich doch erst nachgucken. Ah nee, Steht da Waffenschmied. schon einer? Waffenschmied. Panzermacher. Cool. Und was ist der für eine Qualifikation? Neuling, ne? Neuling, ja. Da musst du so lange tauschen, bis er Lehrling ist. Was will denn der? Warte, die. Ey, hier ist Gewusel, hallo. Oh, der will von uns 4 Smaragde für Eisenstiefel haben und 9 Smaragde für ein Eisenharnisch. Ach nee. Ja. Dann tauschen wir doch lieber bei dem anderen. Die Glocke konnte man doch auch bei jemand anders tauschen, oder? Ja. Guck mal hier, ich habe ja noch ein bisschen Kohle. Ach, Mann. So, noch mal ein bisschen Kohle. Naja. Okay, also ich bin raus. Ich schicke eine SMS, wenn ich im Zug sitze oder so. Damit wir Bescheid wissen. Ja, so machen wir das. Und ich höre jetzt auch auf, weil ich habe auch echt einen Mordshunger irgendwie. Ja, ne? Ja. Ja, wir hatten heute Dann. Mittag Suppe. Und ich habe da nicht viel von essen können, wenn wir. Boah, das war mal zu heiß. Also ich habe heute Vormittag Joghurt mit Früchten gegessen und Das das hatten wir war's. An gestern. ansonsten nur getrunken. Ja, ne, das hatten wir Und gestern. jetzt, Dann. aber jetzt habe ich auch Kohldampf. Ja. Alles klar. Dann noch Alles einen schönen klar. Abend. Gleichfalls. Und dann bis Bis Freitag. Freitag. Ja. Tschüss. Tschüss.